Wow.
80 Jahre älter geworden. Es sind recht merkwürdige Filme darunter, kuriose Raritäten, wie zum Beispiel jener aus einem Schwarzwälder Dorf, dessen Bewohner von sich behaupten, die Zukunft anhand des Verhaltens der Vögel voraussagen zu können. Es sind erstaunliche Aufnahmen wie diese von 1914, die Arnold Hildebrandt noch heute immer wieder aufs Neue faszinieren. Es ist so, wenn man sagt,